Und da sind wir wieder. Diesmal geht's etwas besser voran, bin ich komplett von überzeugt. Und Stefanie sagt uns: Man sagt, du sollst eine echte Herausforderung für mich sein und dass du auf meinem Titel als Spitzenfahrer aus bist. Ich gebe dir eine Chance, gegen mich anzutreten, wenn du meine Zeit in den Alpen schlagen kannst. Och Gott, das ist ja nur ein kleines Stückchen von der Alpenstrecke. Das sollte wohl gehen. 3, 2, 1, los! So, wir haben 37 Sekunden Zeit, die Serpentinen nach oben zu fahren. So, der Wagen lenkt ja fast schon ein bisschen von selbst ein, auf die Bremse geht und ein wenig Gas wegnimmt und untersteuert dann doch ganz schön. Na, aber easy. Du hast Glück, du kriegst dein Rennen. Danke, Stefanie. Frank, dich gibt's ja auch noch. Hey, Chris, du hast in letzter Zeit ganz schön viel zu tun, oder? Wir wollen heute nach der Arbeit mal ein kleines Wettrennen veranstalten. Bist du dabei? Na, aber in den Pyrenäen. Rückwärts. Gut. Machen wir. Drei, Der tuckert wie ein Traktor zwei, vor sich hin. eins, los! So, Frank, Billy und meine Wenigkeit. Schöner Dreier. Im echten Leben bremsen sie hier in den Kurven viel zu früh oder viel zu doll. Vorausschnell kann jeder, und wenn die Kurve nicht schnell ist, der verliert die Rennen. So, Billy, und tschüss. Der Wagen klingt, als ob der irgendwie mit 300 Umdrehungen nur dreht. Er wird jetzt hier nicht sehr sportlich an. Ist der Sound bei dem Modell hier nicht ganz so gut gelungen? Oh, schön rollen. Ah! Aha. Aber kein Schaden. Okay. Ein sehr solides Fahrzeug. Vorbei an einem wunderschönen Schloss hier. Rein hier in die Ohr zu bremsen. Ja, das Untersteuern ist bei dem Wagen dann doch ziemlich stark. Aber Tatsache, kein Schaden. Ein bisschen strange, aber gut. Mal springen. Jawohl. Die Landungen sind so super butterweich. Das ist richtig geil. So, da war die vermeintliche Abkürzung links gewesen, die aber keine ist. Wir sind dann damit gleich am Ziel. Noch kurz den Berg hoch, da ist die Ziellinie perfekt. So macht man das. 6 Sekunden schneller, fast 7 Sekunden.
Du hast mich und Billy einfach stehen lassen. Der ist ganz schön sauer darüber. Und wenn er nicht fahren kann, Leute, was macht er denn hier? Ganz ehrlich. Dieter! Heute Nachmittag wird der neue Porsche-Werbespot gedreht. Du musst durch den Kurs fahren. Normalerweise macht Stefanie das, aber sie hilft gerade beim Rennteam aus. Du musst eine 180-Grad-Drehung innerhalb der Pylone machen. Rückwärts zu den nächsten Pylonen fahren, wo du wieder eine 180-Grad-Drehung machen musst. Danach fährst du um die Pylone und machst zum Schluss eine 360-Grad-Drehung. Das ist zwar ganz schön schwierig, aber ich glaube, du kannst es schaffen. Für die 180er-Drehungen brauchst du die Handschaltung. Aber wenn du immer zwischen den Pylonen bleibst, dann läuft die Sache schon. So, wir machen das Verdeck mal zu. Ich möchte nicht gesehen werden beim Werbespot. So, wir müssen mal schnell gucken. 2, 1, los! Die Schaltung belegt. Das rückwärts, vorwärts, okay. Gut. Na, pass auf, wir fahren jetzt erstmal. Ah. Nee, das hat nicht erzählt. Oh Gott, ey, das ist super schwierig. Und versuchen es einfach nochmal jetzt richtig auf Zeit. Vielleicht klappt es ja. 3, 2, 1, los! Yes, baby! Jetzt sind wir 360. How hard can it be? Scheiße, ey. Der 360er wieder. Ist auch schön, wenn man sich die Tasten alle irgendwie belegt hat, aber die keinem Endspiel mehr wie los. Forza oder Gran Turismo entspricht, sondern eine ganz andere Belegung hat. Das macht es nicht einfacher. Aber mit Bravour, meine Freunde. 10 Sekunden schneller. Der Werbespot sieht bestimmt heiß aus. Du hast gute Arbeit geleistet. Klar, weil es auch Sinn macht, beim Werbespot das Auto mit irgendwelchen Reifenmarkierungen rauszuschicken. Und ja. Die Jungs vom Rentin haben diesen GT1 ganz schön übel zugerichtet. Ich habe ihn gerade repariert. Jetzt muss er wieder getestet werden. Das Wetter in Weissach ist aber zu kalt und feucht, daher fahren wir mit dir und dem Wagen zu einer Rennstrecke in Monaco. Du musst 3 Runden innerhalb des Zeitlimits schaffen, ohne den Wagen zu beschädigen. Yay! Also Monaco ist so ziemlich der langsamste Kurs, der ätzendste Kurs, finde ich, nicht der langsamste. Drei, zwei, eins, los! Klar, wir fahren sie mit dem Ding extra bis nach Monaco, um zu gucken, ob hier der Typ mich hier repariert hat, ja. Sicher eine ganz lohnenswerte Geschichte vom finanziellen Aspekt her.
Okay, also hier haben wir Schaden. Kann man mal gleich wieder reparieren. Das wird nicht der Original Monaco-Kurs von der Formel 1, aber so markante Punkte. Wie auch der Tunnel sind vorhanden. Stand hier, das sind wir schon wieder. Das ist deine erste Runde. Ah, okay, wir haben zu viel Schaden, alles klar. Oben links war der Schaden gerade rot eingeblendet. 3, 2, 1, los! Interessant, dass mein Tacho hier nur bis 250 geht. Das ist ein bisschen sehr, sehr wenig für das Auto, möchte ich mal meinen. So, das sah schon besser aus, die Kurve. Und der Rest war relativ easy. Blick nach hinten, man sieht halt nichts. Aber schöne Cockpit, großer Drehzahlmesser, Digitalinstrumente. Das ist deine erste Runde. Kreise da bei Startziel auf jeden Fall. Aufpassen, dass man nicht abfliegt. Bitte, wie gut ab der war. Denk mal, 43 sollte locker ausreichen. Fährt sich schon echt geil, der geht jetzt. Hier ein bisschen vom Gas gelenkt. Das ist eine zweite Runde. Letzte Runde. Da bist du drauf eingestellt hat. Kannst du mit dem richtig viel Spaß haben. So, bei mehr als so eine Minute 20 Zeiten sind schon bestimmt 10 Sekunden über Startziel hinaus, also super easy, wenn wir jetzt hier nur so gegenballern. Solange wie kein Slalomkurs mehr kommt, bin ich ja schon zufrieden. Die sind halt richtig super ätzend. Hoffentlich ist dieses Auto länger als eine Woche bereit fürs Rennen. Jo, nach dem Crash nach Startziel sicherlich nicht. Sehr geil. Immer noch Klaus, super. So, das Rennteam war von deiner Rundenzeit so beeindruckt, dass sie dir die Chance geben, deine Testfahrt gegen einige ihrer besten Fahrer zu machen. Der gute Ruf unseres Testteams ruht auf deinen Schultern, also lass uns nicht hängen. Oh, schon wieder Monte Carlo, ach nö. Nö. Drei, zwei, eins, los!
aber diesmal eine leicht andere Streckenführung. Okay, anscheinend auch hier kein Schaden. Sehr interessant finde. So, ab geht's wieder in den Tunnel. Gucken, wie wir danach dann fahren. Wenn der Hart links rumgeht. Yes, Hart links rum. Ja, echt kein Schaden, kannst du wirklich fahren. Wie sonst, warte mal. So strange. Wo ist der Typ da vorne? Das ist deine erste Runde. Du bist auf dem zweiten Platz. Du hast 2 Sekunden Rückstand. Ja, danke, das sehe ich auch. Boomer, dann haben wir noch T-Bone, Skid und Nitro. Welcher Name ist cooler als Nitro? Oder? Mein Freund, haben wir dich. Ja, aber das ruft mich zu ärgern. Ja, okay, so, damit kann ich leben. Wir haben aber nicht sehr viel Zeit gebraucht. So, wir fahren 3 Runden. Ich habe unten links meine Karte eingeblendet. Was verdammt, ey. Boomer, was stimmt mit dir nicht? 2. Runde. Du bist auf dem 2. Platz. Nur noch 1 Runde. So, jetzt kriegen wir hoffentlich mal ein bisschen Vorsprung hier. Das sieht ganz gut aus. Wir haben schon 114 Meter. Ah, da wurde ein bisschen zickig der Baum. Ja, bitte. Jetzt was? Gut gemacht, das Testteam wird stolz auf dich sein. Dankeschön, Fläuschen. Und Frank ist wieder am Start. Oh, 911 Turbo. Chris, ich habe gehört, dass Klaus die ersten 2996er von der Produktionslinie inspiziert. Gib mir parallel was zu trinken ein. Deswegen kann ich gerade nicht schauen. So, weiter geht's. Warum machen wir nicht auch mal einen kleinen Test damit? Du bist ein guter Fahrer, deswegen fährst du und ich navigiere. Mach aber bloß keine Kratzer, sonst beißt Klaus dir den Kopf ab. Wenn wir navigieren, fahren wir bestimmt durch die Auvergne. Hier durch Monte Carlo. Sonst haben wir super geiler Wagen. Ich finde den richtig, richtig geil. Auch in Real Life. War damals auch ein richtig, richtig schöner Porsche. 3, 2, 1, los! Und die haben so noch schön mit 10er Scheinwerfer. Scheinwerfern, die Scheinwerfers. Ist auch geil, dass
das Frankchen navigieren möchte, auf der Strecke zu viele Möglichkeiten hättest, woanders hinzufahren. Gut, sieht von drinnen halt aus wie jeder andere 911er. Okay, wir haben ein bisschen viel Schaden erlitten. Kommt doch nicht so gut, wenn man sich sein Glas so üblich vor den Bildschirm stellt. Ja, versuchen. 3, 2, 1, los! So, Frank ist überraschend ausgestiegen. Ja, er hat anscheinend keine Lust mehr mitzufahren. War ihm gerade zu heikel. Oh nein, Frank ist wieder da. Er ist ein bisschen wie Microsoft Flight Simulator. Siehst ja auch von außen, wenn du möchtest, dein Pilot, beide Piloten und von innen drin dann niemanden. Kann man sicherlich dort auch noch einstellen, aber finde ich immer sehr amüsant. So, jetzt bitte Achtung, hier kam nämlich die Rechtskurve, die etwas scharfer. So scharf war die gar nicht. Knappe Nummer. Na, unfreiwillig, unfreiwillig. Machen wir jetzt hier über den Fußgängerweg. Boah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da ist schon der Tunnel. Und wir haben ungefähr 1,15, 1,20. Das ist deine erste Runde. Letzte Runde. Okay, das ist easy. Passt. Er ist so zu verstehen, die startet. Jetzt kommen wir mit einem massiven Geschwindigkeitsüberschuss schon an. Bisschen eher bremsen. Jo, das passt, 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 passt. Und Licht aus. Ausgang leicht aufpassen. Ah, Gott, schon wieder die Kurve nicht gekriegt. So, aber den Ausgang diesmal besser getroffen. Ich überlege, dass er gerade von 150 bis 200 beschleunigt. Und auf dem Tacho sah das nicht sonderlich schnell aus. Das war cool. Und Klaus wird es nie erfahren. Na denn? Die ersten 9 Turbos sind angekommen und wir müssen 2 davon in den nächsten Tagen testen. Ich habe dir doch gesagt, dass du irgendwann deine Chance bekommst, gegen mich anzutreten. Wenn du glaubst, dass du schnell genug bist, treffen wir uns heute Abend in der Stadt. Dann wollen wir mal sehen. Oh Gott, verdammt, ist schon wieder Monte Carlo. Leute, was stimmt mit euch nicht? Es sind 4. Monte Carlo-Rennen hintereinander. Drei, zwei, eins. Oh, Steffen, jetzt schon eingeschlossen. Boah, was ist denn hier los? Vielleicht mal hier maximale Bedrängung, oder? Nicht mit mir. So. Beimogelt hier. Jetzt geht's hier rechts rum. So, wie sieht der 911 Turbo von innen aus? Ein wenig wie der andere. Also gleich mal gucken, dass wir die Minimap mal voreinstellen. Nämlich nur mit der Minimap siehst du auch die Anzahl der Runden, die du zu fahren. Ah, Leute, jetzt nicht, jetzt nicht. Die Kurve kenne ich doch noch. So,
Das fahren wir jetzt. Oh. Oh, Stefanie ist hinten dran. Fahren wir hier. Psst. Wow, jetzt nie rum. Aber wir sind wieder schadenfrei unterwegs. Schadenfreiheitsklasse 0. Ja, wenn du lange genug bei der Versicherung bist, dann kriegst du irgendwann gar keinen Schaden mehr. Ja, beim Kreisverkehr musst du echt immer gucken. Das ist deine erste Runde. Du liegst gerade noch in Führung. Das ist die letzte Runde. Gerade noch in Führung, hallo. 150 Meter Vorsprung, ich bin hier super dominant. Und der Abstand zu Stefanie wird größer. Das ist schön. So, auch diese Kurve wieder super bekommen und nicht über den Bürgersteig gefahren. Einschlag. So, und damit haben wir Stefanie geschlagen. Ob sie sich damit so leicht geschlagen gibt, wird sich zeigen, aber wir haben erstmal einen Punkt markiert. Du hast diese Anerkennung verdient. Glückwunsch, du bist unser bester Testfahrer. Ja, aber hallo. Versucht am Start einen gleich abzudrängen. Du hast dein Können immer wieder unter Beweis gestellt und einige der besten Fahrer der Welt herausgefordert und geschlagen. Du hast Stefanie ihre Position als Porsches Werksfahrer Nummer 1 streitig gemacht. So einen guten Fahrer wie dich findet man selten. Daher schenken wir dir einen der ersten 2996er Turbos. Er hat eine Speziallackierung, aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Sonst nehmen wir dir die Schlüssel gleich wieder ab. Super Testfahrer! Das klingt sehr professionell. Was ist dein Beruf? Ich bin Super Testfahrer. Sehr geil. Ah, die Speziallackierung. Geil, Dutzka. Da bluten einem ja die Augen. Ja, schwarz-rot-gold, schon klar, aber boah, sieht die schlimm aus. Gut, und damit haben wir den Werksfahrermodus geschafft. Perfekt. 6 kompakte Folgen. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Wir werden dann als nächstes, wird hier mit Need for Speed Porsche noch ein unkommentiertes Video geben, auf dem ich alle Strecken nochmal zeigen werde. Die muss ich mir aber erstmal noch im Evolution-Modus freifahren. Aber dadurch, dass der langweilig ist wie Hulle, lohnt sich das nicht, den anzugucken. Für alle, die zugeschaut haben oder noch zuschauen werden, vielen Dank, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt ein bisschen Spaß mit dem Klassiker hier gehabt. Und vielleicht legt ihr auch nochmal selber die Hände ans Steuer und zockt euch ein bisschen in Porsche rein. Ich kann es nur empfehlen. Ist jetzt mit seinen 23 Jahren wirklich gut gealtert. Ja, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich und wünsche euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag und eine gute Nacht. Bis dahin, tschüssikowski.